willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Was machen wir heute? Basis ausbauen. So ein bisschen mal gucken, dass wir hier ein paar Kisten machen. Die essentiellen Sachen. Ich hoffe mal, wir kriegen das mit dem bisschen Holz hin, was wir haben. Ja. Nägel hatten wir ja. Warum bin ich geschossen? Achso. Das ist noch von meiner letzten Aufnahme. Da sind wir ja auch einmal gestorben. Oder was? Zweimal? Wir brauchen erstmal Nägel. Meine Güte. Was ist denn jetzt los hier? So. Kiste. Da bauen wir. Von. Dass wir das von Anfang an so ein bisschen sortiert haben, weil sonst fangen wir nämlich, es gibt leider kein Deckel drauf. Pardon? Kein Deckel drauf. So. So sieht das nachher aus. Im Prinzip. Dann machen wir da vorne einen Durchgang hin. Hier. So, dann können wir gleich eine Tür reinmachen. Und eine Treppe auf beiden Seiten. Das wäre, glaube ich, sinniger gewesen, wenn ich das hier hätte unten weggekloppt, aber. Ja. Was soll ich euch jetzt sagen, ne? Ihr werdet mir auf jeden Fall sagen, dass ich bitte einen Kaffee trinken soll. Ach, habe ich sogar einen Mann. Damit das ein bisschen besser mit der Ausdauer klappt. Gehen wir hier mal rein. Nehmen wir eine handelsübliche Treppe. Ja. So eine, ne? Ja. Guck mal, wie schön die ist. Das war sehr gut. So, das ist besser. Dann nehmen wir hier mal die Frames wieder. Okay, das haben wir. Wir werden das hier erstmal wegmachen. Ich glaube, ich möchte unsere Kisten hier stehen haben. Oh, schade. Ich kann die nur auf den Boden packen. Ach, weil die nach hinten sind, ne? Ja. Ärgerlich. Okay. So. Weil dann können wir nämlich hier schon mal anfangen. Caps Lock war auch da. Res und Mats. Entweder schreiben wir alles groß oder alles klein. Danke. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das da drin haben möchte. Ich glaube, ich finde das hier untereinander besser. Das machen wir auch. Reißmatz.
Sunny. Essen. Das werden wir nachher auch trennen müssen. Du wirst die Waffen. Moon. Und dann haben wir hier noch Bauteile drin. Bauteile. Theoretisch bräuchten wir noch was mit Mods. Okay, wir machen das anders. Sunny. Essen. Das wird unsere Verkaufskiste, glaube ich, wäre nicht die ganz urig, diese Truhe. Hier kommen Mods. Und Waffenteile rein. So. Hier sind schon mal Lebensmittel drin. Warte mal, wir machen das mal anders. Sunny Essen. Dann ist das hier erstmal alles drin. Wir packen das erstmal random rein und holen uns nachher die Sachen raus, die wir brauchen. So, packen wir das mal alles hier rein. Ich glaube auch, dass wir damit halt, also später werden wir damit nicht mehr hinkommen. Das weiß ich, aber für den Anfang ist das, glaube ich, ganz gut. Essen. Das passt. Gekochte Wasser mit rein. Trübe Wasser. Okay. Jetzt kommt das, was ein bisschen komplizierter ist zu sortieren. Waffen haben wir, glaube ich, noch nicht so viel, die wir ablegen können, außer das Ding hier. Ja, bin ich. Boah, ich glaube, das werden wir auch beim nächsten Mal einfach verkaufen. Ne? Das können wir eigentlich schon hier. Ganz provokant. Ne, gleich, wenn wir hier mit durch sind, packen wir das in die Verkaufskiste. Achso, warte mal, hier sollten ja. Ja, ah. Bauteile sollten ja hier rein. Bauteile. Okay. Wir sind jetzt in Res und Mats. Da kommt das mal alles rein hier. Das. Pass auf, die packen wir auch hier rein. Alles, was ich dafür brauche. Ja, das ist schon wieder. Das ist halt auch schwierig, das alles so ein bisschen auseinanderzuhalten. So, für mich ist halt wichtig, dass wir überall einmal dran kommen, wenn wir hier stehen. Und das funktioniert. Außer die Verkaufskiste, aber ja gut. Irgendwas ist immer, ne, Mats? Das kommt da rein. Das kommt da rein. Ah, wir haben noch ein bisschen Sprit dabei. Das ist gut. Lehm. Das kommt da rein. Federn. Ja, das würde ich aber schon fast unten reinpacken. In Bauteile. Ich alles so reinpacken, was ich brauche, um irgendwie ja mehr zu produzieren, ne? Um irgendwie einen Tragkopter zu bauen oder das, was ich nicht so für Standard-Stuff brauche. So, dann packen wir die auch mal hier rein. Das kommt gleich in die Verkaufskiste. Motor, das. Okay, noch ist es keine Verkaufskiste. Ressourcen. So, nee. So, Bauteile. Bauteile. Das Fahrrad rein, auch wenn es sich da reingehört. Aber so Schraubfedern, ne? Ich glaube, ihr wisst ungefähr, in welche Richtung das geht. Dass man dann das ein bisschen trennen kann.
Sonst ist das nachher alles so übertrieben voll. Oh, wie schön, wir haben 4 Pflastersteine. Schießpulver packen wir bei Waffen und Munition rein. Dann machen wir ja nachher auch Munition und Waffen raus. Beziehungsweise Munition, Waffen eher weniger. Haben wir da noch was? Ja, die Kohle. Hab ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Das nehmen wir auch einmal mit. Dann können wir schon wieder anfangen, das hier zu füllen. Mit Verkaufssachen. Das kommt da natürlich rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Die Brille haben wir gesagt, brauchen wir nicht unbedingt. Vielleicht, wenn wir nachher Schatzkarten kriegen. Die haben wir bis jetzt leider noch nicht bekommen. So, ich glaube. Okay. Nutzen. Hier rein, die packen wir auch mal hier rein. Die stelle ich nachher oben hin, dass wenn die Zombies hochkommen, dass wieder runtergeschubst werden. Bauteile. Ich würde ganz gerne noch eine Truhe. Können wir eine bauen? Gesicherte Aufbewahrungstruhe. 10 Holz. Habe ich die schon irgendwo reingetan? Ja. Pass auf, wir bauen eine Truhe. Und die benutzen wir eigentlich nur, um da solche Werkzeuge reinzupacken oder alles, was wir so... Seht ihr gleich schon. So, wo packen wir die hin? Die packen wir gerne... Ja, ärgerlich, dass das so gebaut worden ist. Packen wir gerne erstmal dahin und packen da sowas rein. Ne? Das, was wir halt definitiv erstmal nicht, also das, was wir immer mal wieder abrufen müssen, aber jetzt nicht ganz dringlich brauchen. Okay, Lockpicks, das ist erste Hilfe. Dann werden wir gleich auch so mal eine Grundausstattung in unser Moped reinpacken. Dass wenn wir da unterwegs sind, keine Probleme kriegen. Ja, da packen wir mal die Waffen rein. Oh, das wird. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hier Nitrat brauchen wir, um Munition zu bauen. Metall packen wir mal weg. Holz packen wir mal weg. Okay. Wir haben einen neuen Morgen. Ja, da haben wir ja ganz gut hier sortiert. Lebensmittel habe ich hier. Okay. Da kommt das noch rein. Die Batterie kommt in Bauteile. Auch wenn wir das nicht brauchen, packen wir was da rein. Das packen wir in Lebensmittel rein. So, ich glaube, so sortiert wie wir jetzt sind, waren wir noch nicht in dem Spiel. Wir müssen mal früher oder später gucken. Großvaters Verlernelixier ist auch eine ganz coole Sache. Also um das zu kochen, das ist nachher um die Talente zurückzusetzen. Weil wir im Late Game vielleicht eine andere Aufteilung brauchen als jetzt im Early Game. Nichtsdestotrotz werde ich, glaube ich, jetzt ein bisschen farmen gehen, damit wir das hier fertig kriegen und dann im Anschluss noch eine Mission machen. Ach, warte mal, nee. Leute, gerade gesagt, wo ist denn mein, da ist mein Moped. So, ich wollte das einmal ganz grob bepacken. Na komm jetzt. Digga, nicht jetzt. So, guck mal, jetzt gehen wir nämlich rein. Können wir schon eine Tür für basteln? Und ich habe kein Holz bei. Was brauchen wir? Wir brauchen, wenn wir unterwegs sind, Verband, Kaffee, Nahrung. Schön wäre, wenn wir was gehabt hätten, was stackt. Aber derzeit nicht. Zumindest die Hälfte an Vitamin. Schmerzmittel, Bandage. Sag ich euch, wie es ist. Das ist das, was wir, glaube ich, erstmal brauchen hier im Moped.
Weil wir haben auch nicht so viel Platz. Wir brauchen jetzt nicht so viel, das Ding hier zuzumüllen, denke ich. Lockpicks habe ich aber lieber dabei. Und dann müssen wir hier immer. Das bleibt gleich noch oben. Das nehmen wir mit. Das bleibt oben. Das nehmen wir mit. Das packen wir aber auch hier unten rein. Wir haben zu viel Gedöns dabei. Warum haben wir jetzt eigentlich zwei Bögen dabei? Das ist 34. Der ist 37. Jetzt scrappen wir. Munition. Dass wir dann nachher sagen, wir sperren das hier oben einfach so bei jeder Folge und haben das Theater nicht. Dass wir immer Sachen ablegen, wenn wir die so mit alles übertragen machen. Das nehmen wir hier hin. Munition, Waffen nehmen wir hier hin. So. Okay, eins mache ich noch. Jetzt geht erstmal die Frage los, wo sind die? Ich glaube, das habe ich hier reingepackt. Ja. So, nehmen wir erstmal den Sprit mit, den Schipperit. So. Eigentlich müssen wir mal gucken. Wir gehen erstmal im Wald ein bisschen Holz schlagen. Ach guck, meine Güte. Ja, guck mal, das muss ich auch noch aufwerten hier. Und dann möchte ich eigentlich das da oben hinstellen, wo die... Dieses Prügelding auf den Steg. Das wird, glaube ich, gut. Jetzt kommt das Spannendste an dem Spiel. Mal gucken, warum das ein bisschen Frame Drops hat, wenn ich hier rumlaufe. Also, wenn ich durchs Gras laufe. Das kann eigentlich nicht. Also, das ist ja manchmal ist es da, manchmal nicht. Ich meine, ich habe gehört, es liegt an den Fensterscheiben in den Städten, aber wir haben auch keinen Kaffee dabei. Das ist sehr gut, wenn wir fahren wollen. Aber wir sind ja hier ganz weit weg von Glas. Also, was halt sein kann, ist das Gras, beziehungsweise an der niedrig stehenden Sonne. Das müssen wir mal nachgucken. Wir jetzt auch nicht nur einen Farming-Simulator hier raus machen. Wir kloppen jetzt zwei, drei Bäume. Nehmen wir die Spitzhacke und hauen mal hier drauf und hoffen, dass hier. Das ist Lehm. Natürlich ist das Lehm. Seht ihr, was ich meine? Also manchmal ist mir auch schon in anderen Aufnahmen eingefallen. Manchmal haben es halt wirklich schon FPS-Drops. Nee. Das wollte ich. Und das ist bei der Potenz des Rechners schon echt komisch, ne? Ich meine, ja, das Spiel ist nicht optimal. Ist nicht super optimiert, so rum. Optimal optimiert ist halt schwierig von der Formulierung her. Aber dass der halt das dann macht, hier ist halt auch nicht so schön. Ich glaube, wir werden das jetzt nehmen, das einmal zur Basis bringen, dann zum Händler fahren und dann noch ein bisschen was unternehmen heute. Weil die Basis ausbauen und ein bisschen kreieren, wie ich mir das vorstelle, kann ich auch in der Nacht. Das war eine sehr ruhige Nacht, die wir jetzt hatten. Ich würde, glaube ich, sagen, wir machen das so. Ist vielleicht ein bisschen hübscher. So. Schon ein bisschen langsam. Nein, Spaß. Okay, aber ein bisschen schon.
Holz ab. Ja, viel haben wir nicht. Mal gucken, ob wir nachher noch ein bisschen was zwischendrin finden. Kaffee will ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Okay, hatte ich nicht Kaffee? Bin verwirrt. Oder habe ich das schon runter ins Auto gebracht? Händlerkiste? So, mitnehmen. Dann gucken wir mal, wo hier der nächste Händler ist. Wir hatten doch hier oben schon. Geh zu dem nächsten Händler hin. Oder nicht? Ich habe leider nicht den Händler markiert. Aber ich sehe auch gar nicht mehr unseren. Ich sehe ja gar nicht mehr unseren. Das ist ja unsere Start. Der Händler müsste irgendwo hier gewesen sein, ne? Wollen die nicht mehr mit mir sprechen, oder? Hätte ich mir die jetzt markieren müssen, so wie den hier. Das hier ist der Händler. Aber warum kriegen wir den nicht als Zeichen angezeigt? Wegpunkt speichern. Ja, jetzt mache ich hier erstmal einen Händler raus. Mit so einem haben wir hier nicht so einen. Wir denken einfach, das wären Jetons. Händler. Ja. Caps Lock war wieder an Bord. Händler. Das hat gut funktioniert. Händler. Kilometer sprach er. Okay. Vielleicht ist es ein bisschen langsam. Es auch geschafft. Hoffen wir, dass der ein bisschen mehr. Haben wir den damals eigentlich schon gelootet? Was hast du denn so bei? Also erstmal würde ich dir das hier überlassen und das und das. Das nicht. Wow, ein Sessel. Ich spekuliere ja immer noch ein bisschen auf das auf die automatische Schrotflinte. Leider nein. Aufgabe. Oh, was? Hier fangen wir wieder bei 1 an, oder was? Oh nein. Ja, wir looten ihn einmal kurz. Oh, hier ist unser Klebeband, dass wir eine das fehlende Klebeband, dass wir eine Schmiede bauen können an der Basis. Meine Güte.
Da wollte ich einmal nett sein. Gibt es hier gar keine Munitionskisten? Anscheinend nicht. Schade. Dann verkaufe ich schon mal ein bisschen was von seinem eigenen Schrott. So, ich würde sagen, wir verweilen jetzt. Wir fahren noch zu der Quest und machen da beim nächsten Mal weiter. Dann machen wir die noch kurz. Wir gucken uns die Location an und entscheiden dann, ob wir sie machen oder nicht. Ach klar. Die machen wir noch kurz, oder? Haben wir auch schon mal gemacht hier. Gar keine Frage. Dieser Vogel, ne? Ich finde das cool, wenn ich diese Campinglampen mitnehmen könnte. Also wenn man die einfach aufheben könnte und man könnte die über sich in die Basis stellen. Ein ganz großer Fan von. Oh, Geld. Meine Güte. Es ist gar nichts los und dann kommen sie alle aus ihren Ecken, oder was? Und mir ist auch so. Sehr schön. Hier haben wir nicht mehr viel. Das ist krass, dass ich noch nicht einen Schockstab gefunden habe. Wir können vielleicht auch hier. Ne, das ist nicht Leder. Wenn wir nachher ein bisschen Leder finden, wenn wir das mitnehmen. So, ja, hier sind noch welche. Aber hier kommen dann noch ganz viele raus, ne? Genau. Dann nehmen wir erstmal hier den Zappel-Philipp. So, und jetzt können wir das hier zu Ende looten in Ruhe. Hier ist halt viel hinter den Gemälden und... Speerspitzen, ganz wichtig. Die werden wir... Also ich habe mal versucht, mit den Speeren zu spielen. Ich bin endlich auch ganz froh, dass sie die rausgenommen haben in der Alpha. Ein und zwei, oder rausnehmen werden in der Alpha 21, weil die sind schon ein bisschen... Ja. Also ich stehe da nicht so drauf. Ist die ganze Zeit, also so zum Schlagen, ja, aber zum Werfen... Ah, schwierig. Warte mal, wenn ich die hier nehme, wird es schneller gehen, ne? Ja. Ein paar Steroide.
Klamotten. Ja, das war's aber schon fast, ne? War jetzt nicht so geil. Seine Aufgabe hier. Sehr schön. Wäre noch irgendwas? Immer so Topfpflanzen mit für zu Hause? Ja, ne? Haben wir auch so einen gewissen Anspruch an Dekoration, ne? So ein bisschen Sims-Simulator ist es ja auch. Wir haben ein bisschen mit, das werden wir früher oder später auch benötigen. Okay. Dann nehmen wir das noch kurz ab. Dann treffen wir uns das nächste Mal nämlich in einer neuen Quest beim Händler. So, da sind wir beim Händler. Munition bin ich auf jeden Fall dabei. Wir verkaufen die direkt mal ein bisschen. Das ist ja lustig. Will ich die nur noch mitnehmen? Guck, das brauchen wir nachher. Das sind diese Spitzen, die kann er gerne haben. Also mehr nimmt er nicht. Ist er schon wieder pleite oder was? Hm. Schwierig. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tag 9. Haben wir halb erfolgreich hinter uns gebracht. Es ist gleich 12, ist Mittag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lass mir ein Abo da, lass mir ein Like da. Wir sehen uns. Ciao. Thank you.